Was geht Leute von heute, mein Name ist Rebix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video werde ich nochmal den Caio Perico Heiß behandeln. Und ja, einige von euch fragen sich jetzt sicherlich, warum denn Rebix, du hast auch schon ein paar Videos dazu hochgeladen. Ja, allerdings ist es so, dass sich jetzt noch ein bisschen was verändert hat nach dem Tuners Update. Und außerdem werde ich euch in diesem Video eine Speedrun-Variante der Vorbereitung zeigen, wo ihr für die Vorbereitung nur noch so um die 20 Minuten braucht. Und auch das Finale habe ich nochmal angepasst, mit nochmal schnelleren Laufwegen. Und ich habe auch nochmal darauf geachtet, dass das Ganze ebenfalls auch anfängerfreundlich ist. Gab ja immer wieder noch einige, die da Probleme hatten im Finale, zum Beispiel da die Headshots zu treffen oder so. Also ich habe extra darauf geachtet, dass das auch jemand hinbekommt, in so ziemlich genau der gleichen Zeit, wie jetzt auch jemand, der schon was erfahrener ist, wenn man sich denn auch an die Laufwege und an die Sachen hält, die ich euch hier im Video zeige. Und es ist einfach immer noch die einzig wahre und die allerbeste Geldmethode im ganzen Spiel. Es gibt nichts, was lukrativer ist als dieser Heist momentan. Natürlich könnte sich das mit zukünftigen Updates ändern, aber ihr braucht wirklich nichts anderes mehr in GTA als ein U-Boot, um damit den Caio Perico Heist durchzugrinden. Kein MC-Club, keine Autowerkstatt, kein Nachtclub und auch kein Bunker. Kommt an das Geld ran, was ihr mit diesem Heist verdient. Und zusätzlich gesagt, es kann jeder machen von Level 1 an. Natürlich müsst ihr das notwendige Geld dafür schon haben, aber theoretisch gesehen kann das sogar ein Level 1er schaffen. Und wie, das zeige ich euch jetzt alles hier in dem Video. Natürlich ist auch alles wieder in Kapitel unterteilt, das heißt, für die Leute, die gewisse Parts schon kennen, ihr könnt natürlich skippen, alles kein Problem, auch da habe ich natürlich drauf geachtet. So, zuallererst würde ich euch immer raten, erst in den Story-Modus rein zu joinen, damit ihr von da aus in eine Invite-Only-Session, also in eine Einladungssitzung, joinen könnt. Denn in einer Einladungssitzung habt ihr einfach komplett eure Ruhe und da gibt es niemanden, der euch stört. Gerade in der heutigen Zeit gibt es auch noch unheimlich viele Griefer, die einfach nur darauf aus sind, eure Frachten zu zerstören oder euch den Spielspaß zu versauen. Und deswegen habt ihr in so einer Einladungssitzung auch einfach am besten die Möglichkeit, euren Kram ganz in Ruhe zu machen. Es funktioniert jetzt leider nicht bei allem, zum Beispiel Verkäufe vom Bunker oder so muss man leider in einer öffentlichen Sitzung machen. Aber den Caio Perico Heist könnt ihr komplett in der Einladungssitzung vorbereiten. Und darum geht es ja jetzt hier auch in dem Video. Bevor ihr startet, solltet ihr euren Spawnpunkt auch noch auf die Kosatka switchen, damit ihr auch immer in eurem U-Boot spawnt. Das ist auch ganz wichtig für den weiteren Verlauf des Videos. Schaut auch, dass ihr eure Snacks gefüllt habt. Die könnt ihr auch im U-Boot auffüllen. Da gibt es unten eine Kantine. Da einfach mal kurz alle Snacks mitnehmen und dann passt das soweit für die Vorbereitungen. So, um die ganze Vorbereitung zu starten, müsst ihr euch logischerweise erstmal ins U-Boot begeben. Den Anfängern würde ich hier empfehlen, sich als CEO zu registrieren. Mit dem Hintergedanken dabei, dass sie vielleicht noch keinen MC-Club besitzen. Und Fortgeschrittene, den würde ich hier empfehlen, sich als MC-Präsident zu registrieren, um dann später mit dem Mark II die schnellere Variante zu machen. So, dann gebt ihr euch an die große Tafel und startet den Heist. Die Vorbereitungen kosten immer $25.000 und als allererstes müsst ihr die Informationen beschaffen. Wenn ihr die Mission gestartet habt, begebt ihr euch ans Steuer von der Kosatka und führt jetzt eine Schnellreise aus und zwar so nah wie möglich an das Ziel heran. Das könnt ihr dann unten links auch in der Minimap sehen, wo sich die Kosatka momentan befindet und wo ihr sie dann hinversetzen würdet. Für die Leute, die noch gar keinen Caio Perico Heist gemacht haben, für euch kostet das erstmal $10.000. Das liegt daran, dass ihr den Heist erst einmal abschließen müsst und danach kostet das dann immer nur $2.000. Nach der Schnellreise geht ihr dann zu eurem Sparrow und fliegt dann dort zum Ziel, um das Flugzeug abzuholen. Ich würde euch empfehlen, mit dem Lenkraketen nur die Ziele anzugehen, die nicht in unmittelbarer Nähe vom Flugzeug sind, sondern nur die, die etwas weiter davon entfernt sind, weil die Gefahr bestehen kann, dass ihr das Flugzeug so beschädigt, dass es anfängt zu qualmen und auf halber Strecke dann den Geist aufgibt. Deswegen steigt einfach bei dem Typen, der direkt am Flugzeug ist, aus dem Heli aus und schießt ihm einfach in den Kopf und dann passt das nämlich schon. Dann fliegt er einfach zum Zielpunkt, um auf die Caio Perico Insel zu kommen. Und wenn ihr dann auf der Insel angekommen seid, schnappt euch da vorne links einfach das Motorrad und folgt dann einfach dem Pfad, den ich jetzt hier lang fahre. Es gibt so ein paar Spots, die ihr euch merken könnt, um euch dann halt auch die Route besser einzuprägen. Das wäre zum einen der zweite Holzbalken auf der rechten Seite. An dem müsst ihr vorbei und dann rechts und dann den Hügel da hochfahren. Wenn ihr dann oben auf der Wiesenfläche seid, versucht ihr euch ein bisschen weiter rechts zu halten und zwar von den Gebäuden, die ihr vor euch sehen könnt. Im Video ist es jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, weil die Sonne da so krass reinscheint, aber da sind so kleine Ruinen, sage ich mal, und da müsst ihr euch rechts von halten. Und da seht ihr dann auch so eine rote Pflanze. Die könnt ihr euch auch ganz gut merken. Da müsst ihr nämlich einfach durchfahren. Dann einfach straight geradeaus durch über den kleinen Hügel hier. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr sogar über die Bäume springen. Und dann haltet ihr euch links von diesem Wachturm und fahrt dann ebenfalls einfach vor euch
über diese Hügel darüber. Dann versucht ihr einfach der Route weiter zu folgen, die ich euch jetzt hier zeige. Es gibt nur noch einen Punkt, auf den ihr achten müsst, und zwar kommt ein Fahrzeug von rechts. Wenn ihr recht schnell seid, könnt ihr es schaffen, vor dem Fahrzeug noch durchzukommen. Allerdings würde ich den meisten einfach empfehlen, kurz das Fahrzeug abzuwarten, weil es wirklich nervig ist, wenn das einen entdeckt. Dann könnt ihr die ganze Kacke nämlich nochmal machen. Das, was sie im Tuners Update jetzt geändert haben, ist diese Kamera hier. Da muss man einfach nur einen ganz kleinen Umweg fahren und dann passt das aber schon. Da fährt man dann einfach rechts durch diese kleine Plantage durch, an der Kamera vorbei, und dann ist das auch kein Problem. Da müsst ihr nur noch zum Tower hoch, einfach den Berg hochfahren, das ist auch easy peasy. Und wenn ihr dann am Tower angekommen seid, müsst ihr halt nach dieser Signalbox Ausschau halten. Die kann unten rechts sein, die kann auch unten vorne sein, vor diesen Hütchen da. Oder die befindet sich halt oben auf dem Tower drauf. Müsst ihr einfach ein bisschen die Augen offen halten. Sieht aus wie so ein großer Stromkasten. Ihr könnt innerhalb dieses Kastens dann natürlich versuchen, einfach rumzuprobieren, um aufs Ergebnis zu kommen. Aber es gibt auch eine kleine Rechnung. Das heißt, dieses Symbol da unten, dieses durchgestrichene Viereck, bedeutet einfach, dass die Zahl mal 1 genommen wird. Und das Symbol darunter bedeutet, dass die verbundene Zahl mal 2 genommen wird. Ja, da kann man also auch einfach ein bisschen mathematisch vorgehen. Und es gibt noch ein Symbol, ich glaube, das war ein X. Da wird dann die verbundene Zahl mal 10 genommen. Und so könnt ihr euch dann zum Ergebnis rechnen und die richtigen Verbindungen finden. So, wenn ihr das geschafft habt, öffnet ihr euer Handy und geht auf die App ganz unten rechts. Dann kommt ihr in die Kameras rein. Und in den Kameraansichten switcht ihr jetzt komplett durch, bis ihr auf die Kameraperspektive vom Keller kommt. Denn da ist das Hauptziel. Die anderen Sachen braucht ihr euch nicht anschauen. Wenn ihr das Hauptziel ausgespäht habt, habt ihr den wichtigsten Punkt ausgespäht und könnt eigentlich auch schon direkt die Kameras verlassen. Vor allen Dingen, wenn ihr das Solo macht. Wenn ihr jetzt den Heist allerdings zu zweit machen wollt, dann würde ich euch empfehlen, die anderen Räume noch durchzuschauen komplett, um da überwiegend nach den Goldspots zu suchen. Prinzipiell will ich euch hier den Tipp geben, wenn ihr mit eurem Kollegen oder wenn euer Kollege auch bereits ein U-Boot hat und ebenfalls den Heist alleine starten kann, dann ist es wesentlich lukrativer für euch beide, wenn jeder von euch den Heist einzeln macht, als wenn ihr den zusammen macht. Zusammen würde ich das nur empfehlen, wenn ihr jetzt einen Kollegen helfen wollt, an Geld zu kommen, der jetzt nicht das U-Boot hat, um den Heist auch durchführen zu können. Wenn ihr dann aus den Kameras raus seid, gibt es jetzt streng genommen zwei Optionen. Die eine Option kostet euch noch ein bisschen Zeit und ist eigentlich wirklich nur dann notwendig, wenn ihr wirklich unbedingt noch wissen wollt, was sich am Hauptdock für Beute befindet. Aber den Schritt könnt ihr euch meiner Meinung nach wirklich komplett sparen, weil es völlig egal ist, welche Beute da jetzt am Hauptdock rumliegt. Denn wenn ihr den Heist macht und auch mit der Elite-Challenge den Heist machen wollt, dann fahrt ihr einfach zum Hauptdock und nehmt einfach mit, was gerade da ist. Weil da der Heist so gesehen sowieso nur einen Cooldown von 10 Minuten hat, um ihn wieder starten zu können, ist es auch egal, ob ihr da jetzt Koks mitnimmt oder Gras mitnehmt, weil ihr könnt ihn ja direkt danach wieder durchballern. Und in diesem Sinne zählt dann auch einfach der Spruch, Zeit ist Geld. Und da ist dann dieser Fallschirmsprung extra runter zum Hauptdock überhaupt nicht notwendig, um da nochmal vorher alles auszuspähen. Also spart euch den Schritt und macht den nächsten Schritt, beziehungsweise die zweite Variante, die ich jedem empfehlen würde. Ihr drückt einfach Option, dann geht ihr auf Online und geht in den Editor rein. Und wenn ihr dann im Editor seid, drückt ihr wieder Option, geht wieder auf Online, dann auf GTA Online spielen und dann auf Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Dann kommt ihr wieder in eine Einladungssitzung rein. Wenn ihr das nicht macht und direkt in diesem Interaktionsmenü da links auf Zurück zu GTA Online klickt, dann kommt ihr nämlich in eine öffentliche Sitzung rein. Und das ist halt nicht so geil für die Vorbereitungen. Dieser Schritt hier mit dem Editor, er spart euch so Unmengen viel Zeit. Die ganzen Cutscenes, um wieder zurück nach Los Santos zu kommen, und dann noch zusätzlich der Weg vom Flughafen wieder zurück in euer U-Boot, der wird euch auch erspart, weil wenn ihr nämlich den Spawnpunkt ganz am Anfang, wie ich es euch im Video gesagt habe, auf die Kosatka gesetzt habt, dann spawnt ihr jetzt direkt im U-Boot und könnt direkt weitermachen. So, wenn ihr dann in eurer Kosatka angekommen seid, dann geht ihr wieder hoch zur Tafel und fangt mit der ersten Ausrüstungsmission an. Die erste Ausrüstungsmission, die ihr starten solltet, ist das Waffenarsenal bzw. die Beschaffung der Waffen. Da kann ich euch einmal Aggressor oder Verschwörer empfehlen. Ich persönlich nehme immer Verschwörer wegen den Haftbomben. Ihr könnt aber auch den Aggressor mitnehmen, das ist damit dann nochmal einfacher, die Wachen schnell wegzuklatschen, sag ich mal. Ist also völlig euch überlassen. Warum es wichtig ist, warum ihr mit der Beschaffung der Waffen jetzt anfangt, liegt am Standort, wo ihr euch jetzt mit dem U-Boot befindet. Weil jedes Mal, wenn ihr die Methode macht, die ich euch gezeigt habe, dass ihr vom Editor wieder zurück in die Einladungssitzung reinspawnt, dann spawnt euer U-Boot immer in der Nähe vom Flughafen bei der Elysian Island. Und das ist nämlich jetzt wichtig für den nächsten Schritt, weil wenn ihr die Waffenmission jetzt startet,
gibt es eine Waffenbeschaffungsmission, die wirklich total beschissen ist und richtig zeitaufwendig und mega nervig. Und das ist die, dass wenn ihr euch zum Meriwether Hauptquartier begeben müsst. Wenn euch das unten angezeigt wird, dass ihr euch dahin begeben müsst, setzt ihr euch an die ferngesteuerten TV-Raketen im U-Boot, schießt diese ab, um damit den Heli auf dem Dach des Meriwether Hauptquartiers abzuschießen. Der Spawnpunkt vom U-Boot bei Elysian Island ist nämlich der nächste zum Meriwether Hauptquartier, sodass auch diese Methode sehr schnell vonstatten geht. Logischerweise müsst ihr dafür allerdings das U-Boot dann auch mit den TV-Raketen vorher ausstatten, wenn ihr das U-Boot kauft. So, es kann jetzt natürlich sein, dass wenn ihr eine weitere Waffenmission startet, dass ihr wieder das Meriwether Hauptquartier bekommt. Das ist kein Problem, da setzt ihr euch dann einfach an den anderen Raketensitz und schießt dann einfach diese Rakete, weil beide Raketen einen eigenständigen Cooldown von einer Minute haben. So, bekommt ihr jetzt allerdings eine Waffenmission, die euch nicht zum Meriwether Hauptquartier führt, dann habt ihr endlich die Waffenmission, die ihr haben wollt. Da begebt ihr euch jetzt einfach wieder zu eurem Sparrow und fliegt damit dann zum Ziel. Die Sparrow-Methode ist die Methode für die Leute, die eben kein Oppressor Mark II besitzen, weil diejenigen, die so ein Bike bereits besitzen und die sich ja jetzt auch als MC President registriert haben, die gehen einfach aus dem U-Boot raus und sprengen sich dann einfach direkt in die Luft, um dann an Land zu spawnen, um sich dann im wahrsten Sinne des Wortes das Oppressor Mark II Bike hinten rauszuziehen, ja. Dann könnt ihr nämlich einfach damit die Vorbereitungsmission machen und das ist nochmal ein Ticken schneller. So, für die Leute, die jetzt allerdings den Sparrow verwenden, da muss ich dazu sagen, ist gerade für Anfänger das Schlonberg Sachs Center ein bisschen anspruchsvoller ist, dort oben zu landen. Es ist wichtig, dass ihr auf dem Dach landet. Allerdings bietet das Dach jetzt nicht so einen guten Landespot. Den einzigen Landespot, den ich da gefunden habe, ist quasi genau da, wo ihr es jetzt sehen könnt. Ist ein bisschen tricky da zu landen, aber der einzige Weg, mit ein bisschen Übung kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Alle anderen Dächer sind easy zu landen, auch als Anfänger. Aber das ist das einzige Dach, was so ein bisschen, ja, ich sag mal, anspruchsvoller für Anfänger ist. So, ganz wichtig für diese Mission ist, ihr braucht auf jeden Fall eine Waffe mit Schalldämpfer. Egal wo, ob auf dem Karabiner oder sonst wo, aber auf jeden Fall eine Waffe mit Schalldämpfer. Wenn ihr dann drin seid, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr außerhalb des Büros erst anfangt zu zielen. Schießt dann mit dem ersten Schuss die Tür auf und mit dem zweiten Schuss schießt ihr dem Typen in den Kopf. Dann werdet ihr auch nicht bemerkt. Dann geht ihr hinten durch und schaltet die beiden Wachen mit einem Kopfschuss aus. Das ist recht wichtig, weil wenn ihr jetzt eine Wache nicht mit einem Kopfschuss ausschaltet, dann wird der Alarm geschlagen. Wenn ihr das aber hinbekommt und dann auch noch den dritten Typen am Bürotisch da erledigt, seid ihr da komplett sneaky und still drin. Dann müsst ihr erst zu dem Tresor. Man sagt euch, dass der Tresor nicht funktioniert und dann müsst ihr an den PC. Und beim PC ist es jetzt so, dass man sich im Grunde genommen eigentlich nur die ersten beiden Zahlen merken muss. Und nach den ersten beiden Zahlen guckt man dann da in den ganzen Zahlenwirrwarr und sucht die beiden ersten Zahlen zusammen raus. So konnte ich die immer am schnellsten finden. Könnt euch auch die letzten beiden Zahlen merken. Aber ja, das nur so als kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr dann die Waffen aufgesammelt habt, gibt es noch einen kleinen Spot, wo ihr darauf achten müsst, was ihr drückt. Weil wenn ihr jetzt nämlich am Aufzug dann seid, werden euch zwei Optionen angezeigt. Einmal aufs Dach raus und einmal unten raus. Und ihr müsst auf jeden Fall Steuerkreuz nach links drücken, damit ihr aufs Dach rausgeführt werdet. Weil wenn ihr nämlich unten rausgeht, habt ihr unten eine super tolle Überraschung, weil ihr werdet da einfach über einen Haufen geballert. Von richtig vielen Wachen. Und da habt ihr wirklich keinen Bock drauf, das kann ich euch sagen. Und wenn ihr dann auf dem Dach seid, dann kommen zwei Helis. Die kommen so oder so. Dann würde ich euch empfehlen, einfach kurz zu warten, nur die beiden Schützen aus den Helis rauszuschießen. Nicht die Piloten, einfach nur die beiden Schützen. Und dann habt ihr nämlich Ruhe. Dann könnt ihr ganz entspannt in Richtung Vespucci Beach fliegen. Und da ist dann auch schon der nächste Schritt. Ihr fliegt nämlich Richtung Strand. Und da fordert ihr dann einfach eure Kosatka nochmal an, die dann direkt bei euch in der Nähe auch spawnen wird. Und dann könnt ihr mit dem Sparrow einfach oben reinfliegen, indem ihr Steuerkreuz rechts drückt. So, für diejenigen, die das jetzt mit dem Oppressor gemacht haben, ihr müsst jetzt darauf achten, dass ihr vorne vor der Tür von der Kosatka mit dem Ding parkt und dann könnt ihr da einfach reingehen. Achtet aber wirklich drauf, dass das Bike still steht, weil wenn das nämlich leicht schräg steht, ja, dann wird das vom U-Boot fallen und dann ist das hin. Und dann ist es nämlich ein bisschen stressig, das wieder zu beschaffen. Also achtet da drauf. So, die nächste Mission wäre dann der Plasmaschneider. Da begebt ihr euch jetzt entweder wieder zum Sparrow oder halt zum Oppressor Mark II und fliegt dann zum Spot hin. Wenn ihr da in diesem Gebäude seid, bleibt ihr einfach am Eingang stehen und guckt nur nach dieser Tafel. Macht einfach ein Bild von dieser Tafel aus der Entfernung und schickt das dann an Pavel. Und dann geht ihr direkt danach wieder aus der Tür raus und begebt euch dann zum nächsten Spot. Und für die Vorbereitungsmission ist es jetzt wichtig, dass ihr Snacks dabei habt. Weil ihr müsst jetzt alle Wachen ausschalten und euch dann die Tasche bzw. den Plasmaschneider schnappen.
An dem Spot, den ihr jetzt hier im Video sehen könnt, der ist ziemlich offen und meiner Ansicht nach auch der schwierigste Spot, sage ich mal, im Sinne von Überleben. Ich würde euch vorschlagen, erstmal die ersten beiden Fahrzeuge, die da noch ankommen, die auch zu zerstören, bevor ihr den Heli landet, um dann reinzugehen, um den Plasmaschneider zu holen. Und wenn ihr dann zum Heli zurücklauft, macht ihr schon euer Interaktionsmenü auf, geht auf Inventar und haltet schon mal die Snacks bereit. Und wenn ihr dann nämlich in den Heli einsteigt und ihr abgeschossen werdet, fresst ihr einfach die ganze Zeit Snacks, damit ihr im Heli nicht sterbt. Beim Oppressor ist es ein bisschen einfacher. Da könnt ihr einfach mit dem Oppressor reinfliegen und dann mit der Tasche direkt abfatzen. Es gibt noch zwei andere Spots, wo ihr hin müsst, wenn ihr da eine andere Mission für bekommt. Da würde ich euch dann einfach empfehlen, alles mit dem Heli erstmal kaputt zu schießen, den Heli dann vorm Eingang zu parken, da reinzulaufen, die Tasche zu holen und wieder zum Heli zurückzulaufen. Das ist auch easy machbar. Ja, und die Jungs mit dem Oppressor müssen einfach durchfliegen und das war's. Selbsterklärend, würde ich sagen. Und dann einfach wieder zur Khazad-Guard zurück. Als nächstes kommt dann das Fingerabdruck-Klongerät. Da begebt ihr euch dann erstmal zu so einem Lagerhaus. Und hierfür würde ich euch empfehlen, die Sturmschrotflinte vorher zu kaufen. Das ist der sicherste Weg mit dem geringsten Risiko, sage ich mal. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Haftbombe werft, so wie jetzt hier in dem Beispiel, dann habt ihr zwar alles ausgeschaltet, allerdings brennt die ganze Bude und dann müsstet ihr erstmal warten, bis die Flammen ausgehen, weil wenn ihr nämlich durch die Flammen durchlauft, dann kann es sein, dass ihr daran verreckt. So wie jetzt in meinem Fall auch zum Beispiel. Deswegen kauft euch die Sturmschrotflinte. Ihr könnt das auch mit jeder anderen Waffe machen übrigens, aber die ist am besten. Die gibt es glaube ich ab Level 36 oder 37 könnt ihr die kaufen. Oder 32, irgendwas so. Um den Dreh meine ich. Und dann geht ihr einfach in Deckung und schießt einfach aus der Hüfte raus. Das heißt, ihr zielt nicht, sondern ihr schießt da einfach direkt mit der Feuertaste über der Deckung hinweg. Und holt die ersten paar Wachen weg, die ihr da sehen könnt. Dann ist da noch einer rechts um die Ecke, um besser quasi die Sicht auf ihn zu haben, würde ich euch empfehlen, da in die Ego-Perspektive zu gehen und den dann so zu holen, um wirklich das minimalste Risiko zu haben, sag ich mal. So, am PC müsst ihr dann einfach nur kurz den Hack durchballern und dann geht's zur nächsten Location. Wenn ihr da angekommen seid, würde ich euch empfehlen, in die Ego-Perspektive zu gehen, wenn ihr drin seid, weil da seid ihr einen Ticken schneller. Und ich sag mal, die Aufnahmebox ist größer. Das heißt, wenn ihr in der Ego-Perspektive seid, dann müsst ihr einfach nur da hinten links hinrennen, so in diese Ecke rein und ihr nehmt diesen Stick, den ihr sucht, nehmt ihr direkt schon auf, ohne dass ihr ihn überhaupt gesehen habt. Und wenn ihr das dann fertig habt, müsst ihr einfach wieder direkt zurück zum U-Boot. So, als nächstes kommt dann der Schneidbrenner, den ihr besorgen müsst. Für den müsst ihr jetzt zu einer Baustelle und da würde ich euch empfehlen, egal bei welcher Baustelle, dass ihr das sneaky macht. Sprich, es gibt an jeder Baustelle die Möglichkeit, sich einen gelben Helm aufzusetzen, so einen Bauarbeiterhelm, um damit dann unerkannt einfach da durchzulaufen, um den Schneidbrenner zu holen. Das würde ich euch bei jeder Baustelle empfehlen, weil es im Endeffekt doch immer ein bisschen länger dauert, wenn man da erst alles wegholzt. Dann habt ihr als Low-Level auch noch die Gefahr, weil ihr nicht so viel Gesundheit habt, unheimlich schnell zu sterben, weil die NPCs einfach die krassesten Aimbotter sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen macht lieber den sneaky Weg. Mit dem Bauarbeiterhelm. Da müsst ihr einfach nur nach den Kisten suchen und da müsst ihr nur darauf achten, wo sich jetzt was Blaues in der Kiste befindet, weil da ist dann auch der Schneidbrenner drin. Die ganzen anderen könnt ihr komplett ignorieren. Und wenn ihr den dann habt, geht's wieder einfach zurück zum U-Boot. Es gibt noch eine Mission, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich hatte die schon lange nicht mehr, aber ich weiß, dass ich sie damals hatte. Da musste man einen Van aufhalten und in dem Van ist dann der Schneidbrenner drin. Da parkt ihr dann einfach mit dem Heli auf der Straße vor dem Van, also etwas weiter vor dem Van, sodass ihr noch ein bisschen Zeit habt. Und dann lauft ihr einfach zu dem Van hin und zieht den Fahrer raus, das ist eigentlich auch relativ easy. So, als letztes müsst ihr dann jetzt das Annäherungsfahrzeug besorgen. Und da scheiden sich jetzt die Geister, sag ich mal. Es gibt viele, die die Longfin-Methode bevorzugen. Ich persönlich bevorzuge die Kosatka-Methode. Erstmal hat das aus meiner Sicht auch noch folgenden Hintergrund für die Anfänger. Um die Longfin-Methode effektiv machen zu können, beziehungsweise die Vorbereitungsmission dafür, muss man erstmal einige Paywalls umgehen, um dann auch einen Phantom Wedge zu besitzen. Ein Phantom Wedge an sich ist scheiße teuer. Eine Autowerkstatt ist auch scheiße teuer, braucht man auch heutzutage nicht mehr. Deswegen bin ich auch kein Fan von der Longfin-Methode. Und meiner Meinung nach ist das zeitlich auch wirklich gar kein großer Unterschied. Also, ich habe mich für die Kosatka entschieden, das heißt, wir begeben uns jetzt wieder ans Steuer vom U-Boot und machen jetzt eine Schnellreise zum Testgelände. Das heißt, wir bringen das U-Boot so nah wie möglich ran. Wenn wir dann angekommen sind, begeben wir uns in den Sparrow. Und damit holzen wir dann erstmal alles weg. Beim Heli würde ich echt versuchen, die Raketen zu spammen, weil der kann den Raketen irgendwie easy ausweichen. Dann zerstört ihr da alles, dann schwebt ihr über dem Punkt und jetzt öffnet ihr das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und bestellt euch einen Dinghy.
Das ist nämlich ein Boot, was euch dann später dazu verhilft, wieder schnell zu eurem U-Boot zurückzukehren. Und ich weiß nicht wieso, aber das habe ich bei vielen gesehen, dass sie das einfach gar nicht gerafft haben, dass das funktioniert. Naja, egal. Auf jeden Fall macht ihr das so und springt dann aus dem Heli ins Wasser und schwimmt dann zum U-Boot. So, wenn ihr dann im U-Boot seid, ist auch hier wieder die Sturmschrotflinte super geil und ihr braucht Haftbomben. Ihr könnt, während ihr aimt, Haftbomben werfen und das würde ich euch auch empfehlen. Jedes Mal, wenn es quasi in einen Raum reingeht, den ihr nicht einsehen könnt, da werft ihr einfach kurz vorher eine Haftbombe rein und dann erwischt ihr da auch easy die Gegner, die in diesen fiesen Ecken stehen. Ohne Probleme. Beim U-Boot ist es halt so, dass der Sonar manchmal halt seinen Standort wechselt. Das ist das einzig Nervige bei der Mission. Ich finde, der Rest ist aber wirklich easy machbar. Es gibt hier eine Stelle, wo ihr jetzt keine Haftbombe direkt hinwerfen könnt, weil die Wache sich quasi so hinter euch befindet. Da macht ihr einfach eine Rolle und schießt die dann um. Das geht auch. Ansonsten fetzt ihr da einfach echt alles mit einer Haftbombe weg. Wenn ihr den Sonar-Störsender dann habt, lauft ihr einfach komplett zurück aus dem U-Boot raus und schwimmt jetzt zu eurem Dinghy. Und mit dem Dinghy fahrt ihr jetzt ganz entspannt zu eurem U-Boot. Springt dann vorher raus und dann könnt ihr nämlich oben ganz einfach ins U-Boot reingehen und das war's nämlich. Und damit sind dann auch alle Vorbereitungen abgeschlossen und ihr könnt den Heist starten. Auch hier aus meiner Sicht wieder der zeitliche Vorteil, ihr seid halt direkt schon wieder in eurem U-Boot. Bei der Longfin-Methode müsst ihr da jetzt erstmal wieder hinfliegen. Also so, wenn man jetzt komplett alles mit einberechnet, tut sich da wirklich meiner Meinung nach gar nicht viel, zeitlich gesehen. Aber das könnt ihr natürlich selber für euch entscheiden, ihr könnt auch die Longfin-Methode machen. Die werde ich hier allerdings jetzt nicht mit im Video aufführen. Wir machen das Ganze jetzt hier auch solo und ich werde hier zwei Wege aufführen. Einmal den Speedrun-Weg ohne Elite-Challenge und einmal mit Elite-Challenge, wo es dann nochmal zum Hauptdock geht. Und auch hier wurden nochmal ein paar Feinheiten verbessert. Also, wir starten das Finale und wählen als Annäherungsfahrzeug klar erstmal Kosatka aus. Geht ja nichts anderes. Zumindest in meinem Fall. Oder halt für die Leute, die Longfin nehmen wollen, Longfin. Dann Infiltrationspunkt ist der Abwassertunnel. Und ich sage es jetzt hier nochmal explizit, weil ich das so oft in den Kommentaren gelesen habe, dass die Leute nicht wussten, wie man den auswählen kann. Ihr müsst den vorher bei der allerersten Mission, wenn ihr das allererste Mal auf die Insel kommt, müsst ihr diesen Abwassertunnel erstmal ausspähen. Sonst bekommt ihr diesen Infiltrationspunkt auch nicht angezeigt, wenn ihr den nicht ausgespäht habt. Also ihr müsst da wirklich erst hin, sieht man da unten auf der Karte. Da müsst ihr ins Wasser springen und den dann damit ausspähen. Ihr müsst den erstmal sehen, sonst geht das auch nicht. Zugangspunkt zum Anwesen, ebenfalls Abwassertunnel. Und als Fluchtpunkt wählen wir das Hauptdock aus. Die Tageszeit ist eigentlich egal, ich nehme aber immer Nacht. Und beim Waffenarsenal packt ihr noch einen Schalldämpfer drauf. Und dann könnt ihr das ganze Ding auch schon starten. So, ihr taucht dann jetzt erstmal zu dem Gitter da vorne. Und wenn ihr da angekommen seid, gibt es da einen kleinen Trick, sage ich mal. Und zwar, wenn ihr an den Ecken, da an den Punkt, den Schneidbrenner haltet, wo ich das jetzt in dem Video mache, dann könnt ihr manchmal sogar zwei direkt mitnehmen. So, wenn ihr dann auf dem Gelände seid, gilt die Devise, je mehr Wachen ihr ausschaltet, desto höher habt ihr die Chance, den Torschlüssel zu bekommen. Das heißt, wir knipsen hier die erste Wache erstmal aus, einfach hinrennen und umnocken. Könnt ihr einfach hinlaufen und die Nahkampftaste spammen, was auf der Konsole Kreis ist. Dann umlaufen wir die erste Kamera, die müssen wir gar nicht ausschalten. Springen da hoch am Pool und jetzt könnt ihr da einfach auch eigentlich hinrennen und beide umnocken. Da wird der Alarm dann auch nicht ausgelöst. Aber die sichere Variante ist, wenn ihr dem ersten einfach einen Kopfschuss gebt und den zweiten holzt ihr so lange um, bis dieses rote Kreuz da kommt. Das heißt nämlich, dass er dann down ist. Dann lauft ihr einfach geradeaus weiter. Die erste Treppe hoch, dann links die Treppe hoch und dann schaltet ihr den Typen da vorne direkt rechts am Tor aus. Lauft dann links weiter zum nächsten Typ, haut den auch um. Ihr müsst da gar keine Kopfschüsse verteilen, rennt einfach hin und knockt die Typen um. Aus meiner Sicht tatsächlich viel sicherer. Dann lauft ihr hoch, wartet ganz kurz an der Ecke, bis er um die Ecke kommt, knockt den dann auch noch aus. Und wenn ihr dann in dem Raum seid, lauft ihr zum Tresor und nehmt den Tresor mit. Das ist immer noch extra Cash, den ihr in wenigen Sekunden mitnehmen könnt. Den würde ich definitiv jedes Mal mitnehmen. Und dann könnt ihr gleichzeitig in dem Raum noch checken, ob Bilder drin sind. Wenn da ein Bild drin ist oder sogar zwei, nehmt auf jeden Fall alles mit. Vor allen Dingen, wenn ihr das Solo macht. Wenn ihr das Duo macht, solltet ihr lieber Ausschau nach dem Gold
halten, was ihr vorher ausgespäht habt. So, dann geht ihr raus, dann springt ihr die erste Treppe runter und die zweite Treppe runter. Und dann springt ihr links den Balkon komplett runter. Keine Sorge, wenn ihr da unten aufklatscht, kriegt ihr zwar Schaden, aber ihr verliert nichts an Geld. Und ich habe extra das Beispiel noch mit reingenommen, weil ich nämlich die ganzen Wachen erledigt habe und immer noch keinen Torschlüssel hatte. Und wenn ihr dann immer noch keinen Torschlüssel habt, dann nehmt ihr noch den mit, der jetzt hier rumläuft. Und der hatte dann in meinem Fall auch den Torschlüssel. Und dann lauft ihr Richtung Keller. Macht da das Tor auf. Und dann müsst ihr jetzt nur noch hacken. Und dann geht ihr direkt zum Hauptziel vor das Tor, macht das Tor mit dem Schneidbrenner auf. Und wenn ihr dann die Vitrine aufmachen wollt, müsst ihr unten auf die Temperatur achten. Ihr drückt die einfach viermal komplett durch, bis sie im roten Bereich ist. Lasst die aber dann auch immer fast komplett abkühlen. Und in diesem Rhythmus geht es am schnellsten auf. So, wenn ihr dann rausgeht, lauft ihr hier geradeaus noch ein Stückchen weiter und klettert dann links hier diese Wand hoch. Dann seid ihr auch noch ein Stückchen schneller mit. Lauft dann einfach zum Haupttor und spammt dann Steuerkreuz rechts oder halt interagieren, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid. Und ja, dann zeige ich euch jetzt einmal die Speedrun-Methode und einmal die Methode für die Elite-Challenge. Wir fangen mit der Speedrun-Methode an. Da lauft ihr einfach hier vorne zu dem Typen, klatscht den um, dreht euch mit dem Bike dann direkt um in die Richtung und fahrt dann so den Weg, wie ich es euch hier im Video zeige, da einfach rechts an der Wache vorbei. Und wenn ihr dann auf dieser großen Wiesen- und Gestrüppfläche seid, haltet ihr euch an diese Palme da hinten, springt dann da über den Hügel einfach ins Wasser, zieht das Bike noch recht weit nach hinten, damit ihr noch weiter nach vorne fliegt. Und wenn ihr dann im Wasser angekommen seid, einfach absteigen und wegschwimmen. Und das war's dann auch schon. Damit werdet ihr dann durch. Und wenn ihr die Elite-Challenge noch haben wollt und ihr nicht das Glück habt, dass sich gerade zwei Bilder bei El Rubio im Büro befanden, dann müsstet ihr jetzt noch zum Hauptdock. Und wenn es zum Hauptdock geht, ignoriert ihr den Typen links, lauft einfach geradeaus weiter zu dem Typen, der da an diesem Baum da steht, knockt den um, schießt dann dem anderen da in den Kopf und den anderen holzt ihr dann einfach volle Kanne um. Dann müsst ihr noch die Kamera zerstören, setzt euch dann aufs Bike und fahrt dann auch wieder hier den Weg, den ich euch zeige. Auch hier gibt es dann wieder so ein paar Merkspots. Und zwar richtet ihr euch erstmal nach dieser Freifläche, wenn ihr da an der Leitplanke vorbeigefahren seid, und fahrt dann zwischen diese beiden Bäume da durch und haltet euch direkt danach links. Fahrt dann diese Anhöhe komplett entlang, immer rechts an den Bäumen vorbei, bis ihr dann an die Stelle kommt, wo es so runter geht, zum Hauptdock, und da fahrt ihr dann runter. Wenn ihr dann am Dock seid, schießt ihr dem Typen da links direkt in den Kopf. Achtet wirklich darauf, dass es ein Kopfschuss wird, weil sonst kippt er nämlich um und dann erwischt ihr den nicht, weil er dann hinter diesem weißen Poller da liegt. Dann schaltet ihr noch die Kamera aus und schnappt euch dann einfach das, was da rumliegt. Egal, ob es Koks ist, Gras oder Geld, einfach mitnehmen. Völlig egal. Und wenn die Tasche noch nicht voll ist, lauft ihr noch zu dem anderen Spot. Da ist auch noch eine Wache auf dem Weg, die könnt ihr auch noch umholzen. Und auch direkt vor dem anderen Spot befindet sich auch noch eine Wache. Auch die könnt ihr noch ausschalten. Und dann schnappt ihr euch auch alles da, was da liegt, bis die Taschen halt voll sind. Und dann geht ihr zurück zum Dock, begebt euch Richtung Wasser. Und da steht dann ein Typ am Pier, den könnt ihr mit dem Kopfschuss ausschalten. Allerdings, wenn ihr daneben schießt, wird er euch bemerken. Deswegen würde ich euch empfehlen, den einfach umzuholzen. Und dann schnappt ihr euch nämlich nicht das markierte Boot, sondern das Boot, was hier an dieser Position dann steht. Und damit fahrt ihr dann jetzt einfach weg. Da ist noch ein Typ links auf der Seite, der euch noch bemerken wird und gegebenenfalls auch noch anschießen wird kurz. Wenn ihr wollt, könnt ihr den vorher noch ausschalten, ist aber nicht notwendig. Da könnt ihr einfach durchheizen und ja, dann hat sich das auch mit der Methode. So, zum Schluss sage ich euch nochmal alles, was ihr benötigt, um diese Methode auch richtig durchführen zu können. Das wäre zum einen das U-Boot an sich mit 2,2 Millionen, dann die TV-Lenkraketen dazu kaufen mit 1,9 Millionen, den Sparrow noch dazu mit 1,815 Millionen, dann noch Haftbomben und eben die Sturmschrotflinte, wenn ihr denn das Level schon erreicht habt. Und ja, das klingt jetzt erstmal viel, das ist auch eine ganze Stange Geld, aber das ist dann wirklich komplett alles, was ihr wirklich als allererstes in GTA kaufen solltet, beziehungsweise das erste, worauf ihr sparen solltet, und zwar auf das U-Boot. Es gibt immer wieder Boni von Rockstar. Für PlayStation-Spieler zum Beispiel, wenn sie sich PlayStation Plus holen, gibt es jeden Monat 1 Million. Dann gibt es immer mal wieder Aktionen mit Dreifachgeld und so weiter. Nehmt das alles mit. Dann gibt es noch die ganzen Social Club-Missionen, mit denen ihr auch Geld machen könnt als Anfänger. Und das würde ich an eurer Stelle wirklich nicht einfach sinnlos verprassen für irgendwelche Sportwagen oder so, sondern erstmal alles ins U-Boot stecken.
Wer weiß, wie die neuen Updates aussehen werden. Vielleicht kommt da noch eine andere Möglichkeit hinzu. Werdet ihr natürlich auf diesem Kanal hier auch erfahren. Aber so sieht das jetzt erstmal für ein Caio Perico Heist aus. Wer das Casino besitzt und auch da die Heists machen möchte, auch dazu habe ich schon Guides gemacht, die genauso detailliert sind wie jetzt zum Beispiel dieser hier. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr das möchtet. Hat auch viel Arbeit drin gesteckt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, ich bin weg und ciao, ciao.